eine Schatzkammer. Mitten in den Untiefen der Universitätsbibliothek Würzburg. Das Handschriften- und Raritätenmagazin. Hinter diesen verschlossenen Türen lagern die größten und wertvollsten Schätze, die die Unibib in 400 Jahren angesammelt hat. Begonnen hat sie 1619 mit nur wenigen tausend Exemplaren. Mittlerweile sind die Bestände auf über 3,5 Millionen Medien angewachsen. Kein Wunder, dass hier auch Bücher lagern, deren Wert kaum zu messen ist. Ideell sind sie unbezahlbar, materiell liegen sie im hohen sechsstelligen Bereich. Eines dieser Schätze ist die Schädelsche Weltchronik. Zum Buch selber kann man sagen, es ist mit über 1800 Holzstichen das gewaltigste Buchprojekt des Abendlandes in dieser Zeit. Das klingt so gewaltig, es ist aber tatsächlich so. Die Weltchronik will, so wie ihr Titel auch sagt, tatsächlich die Geschichte der Welt abbilden, so wie sie in dieser Zeit verstanden wurde. Und das heißt in der Schädelschen Weltchronik, dem heutigen Betrachter mag das manchmal etwas komisch erscheinen, eine Welt aufgeteilt in sieben Zeitalter. Und diese Geschichte der Welt beginnt ganz regulär in der damaligen Sicht mit der Erschaffung der Welt, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Die Erschaffung der Welt durch Gott, die Erschaffung des Menschen, Adam, durch Gott. Und dann hebt die Geschichte an und geht eben durch diese Weltalter, Weltzeitalter hindurch. Hartmann Schädel war ein deutscher Arzt, Humanist und Historiker. Die Weltchronik ist sein wichtigstes Werk und erschien erstmals 1493 in Nürnberg. Städte werden ebenfalls grafisch dargestellt. Als gebürtiger Nürnberger bildet Schädel diese Stadt prominent zwischen den Seiten seiner Weltchronik ab. Aber wir finden auch Würzburg. Würzburg wird hier in der Schädelschen Weltchronik bereits dargestellt und relativ detailgetreu. Die Ansicht Würzburgs ist aus der Perspektive der später erbauten Residenz heraus gemacht worden. Die Schädelsche Weltchronik ist die bedeutendste illustrierte Inkunabel aller Zeiten. Als Inkunabeln werden Drucke mit beweglichen Lettern bezeichnet. Sie sind die Vorreiter des Gutenberg-Drucks. Charakteristisch für eine Inkunabel ist, dass sie sich in Form, Schrift und Bildsprache noch sehr deutlich an der Kalligraphie orientiert. Eine reine Handschrift dagegen ist die Mainzer Riesenbibel. Sie war eine Auftragsarbeit für den Mainzer Domherrn Volpert von Ders und besteht aus zwei Bänden. Wie ihr Name schon sagt, ist sie besonders groß und schwer. Und zwar ist sie 58 x 34 cm groß und ihr Gewicht beeindruckt auch, nämlich 25 Kilo. Es ist eine Pergamenthandschrift aus dem 15. Jahrhundert. Es war auch ein Zeichen von Wohlstand. Jemand, der sich so ein großes Buch, und es ist nur der zweite Band dieser Bibel, leisten konnte, der hatte einfach, also ja, es ist wie heute, großes Haus oder großes Auto. Es hat einfach den Wohlstand kenntlich gemacht. Und das war auf jeden Fall so gewünscht von unserem Auftraggeber. Besonders ist außerdem, dass sich in dem Prachtstück wenig biblische Motive finden lassen. Es werden vor allem Jagdszenen abgebildet. Nur durch Zufall überstand die Mainzer Riesenbibel die Bombennacht des 16. März 1945 im Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten die Domstadt angriffen. Es war zwar so, dass der wertvolle Bestand der Unibibliothek ausgelagert wurde, also die Handschriften und die ganz alten Drucke, die wurden ausgelagert in so Wehrmachtskisten, Schuppen, Keller, Scheunen. Und damit, also mit diesen Wehrmachtskisten, damit fing das Problem an, weil die Mainzer Riesenbibel, wir haben ja schon gesagt, wie groß sie ist und wie schwer. Und die hat einfach nicht in diese gängigen Wehrmachtskisten reingepasst. Und so ist ein Großteil der großformatigen Handschriften der Unibibliothek halt verbrannt. Und es ist tatsächlich ein kleines und sehr schönes Wunder, dass sie halt noch da ist, dass sie diese Bombennacht überstanden hat. Doch obwohl die Mainzer Riesenbibel bei der Bombennacht nicht verbrannt ist, hat sie trotzdem leiden müssen. Das Schadensbild war enorm.
Gut, dass die Universitätsbibliothek eine Restaurierwerkstatt hat. Dort werden Risse in den Seiten vorsichtig wieder verschlossen. Dazu werden spezielle Kleber und sehr feines Japanpapier benutzt. Außerdem werden alte Schriftrollen mit der Zeit brüchig und steif. Um sie dennoch weiterhin auffalten und lesen zu können, müssen sie mit einer besonderen Technik wieder geschmeidig gemacht werden. Zuallererst sorgt Simone Rüttmann allerdings dafür, dass der Schmutz von den alten Seiten und Einbänden verschwindet. Dafür benutzt sie einen schonenden Latexschwamm. Restaurationen kosten wahnsinnig viel Geld und sind sehr zeitintensiv. Häufig können sie nur dank großzügiger Spenden realisiert werden. Ja, jetzt haben wir einen richtigen Strom hier von Buch. Auch ein Buch und für unsere Universität ein ganz besonderes Buch. Das ist ein Band der Universitätsmatrikel. Matrikelbücher sind die Bücher, wo sich Studierende eingeschrieben haben für die einzelnen Semester. Nicht alle Universitäten haben diese alten Matrikelbücher. Wir haben das seit der zweiten Gründung 1582 hier. Das heißt, wir können den Nachweis wirklich führen über alle Studierenden hier. Diese Bände sind in die Bibliothek gekommen und die Bibliothekare haben dafür gesorgt, dass sie auch bei der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg diese Bände erhalten haben. Und das ist was sehr Einzigartiges. Wir haben eine ganze lange Liste dann eben von Studierenden hier, die sich in der Regel eigenhändig eingeschrieben haben. Das ist dann immer der Name, was er studiert, wo er herkommt und wie viel Studiengebühr er entrichtet hat. Auch das steht dabei. Sozusagen die Eintrittskarte ist natürlich die Studiengebühr damals. Und das ist schon ganz außergewöhnlich und manchmal auch ganz anrührend, wenn man von eigener Hand jemanden dann entdeckt, der vielleicht auch noch so heißt wie man selber, und da vor 300 Jahren Studierender hier war und der sich da reingeschrieben hat. So ist dann eben hier ein Georgius Laurentius Raab, Logicus Habipolensis, Dedi Sex Batius. Ja? Ich, Georg Lorenz Raab, Logiker, also der hat das Grundstudium gemacht bei den Artisten, also er hat Logik gelernt. Er ist aus Würzburg, Habipolensis, und Dedi, ich habe gegeben, sechs Batzen Studiengebühr. Der hat sich hier reingeschrieben im Studienjahr 1721. Die Universität Würzburg kann also als einzige Uni in Bayern all ihre Studierenden vor- und auch nachweisen. Und das über 400 Jahre hinweg. Natürlich hat sich in dieser Zeit nicht nur die Gesellschaft rapide verändert, sondern auch die Universitätsbibliothek hat eine enorme Entwicklung durchlaufen. 1619, das beginnt mit einem Zimmerchen und vielleicht einem Bestand von ein paar tausend Einheiten her. Sowas hat man möglicherweise daheim heutzutage. Und damals war es ja auch so, das waren keine Forschungsuniversitäten, sondern man hat Autoritäten gelehrt. Also verbindliche Werke in der jeweiligen Disziplin. Und pro Semester sind ein paar dieser Werke durchgenommen worden und damit hat sich's gehabt. Dass es dann wirklich in die Forschung übergeht, das beginnt dann im 18. Jahrhundert. Und bis dahin war das sehr klein. Und dann mit dem 19. Jahrhundert, es wird dann eine viel größere Universität. Die Studierendenzahlen steigen stark an. Die Medizin macht hier einen großen Aufstieg im 19. Jahrhundert hier. Und wo wir natürlich heute stehen jetzt, dass wir eine öffentliche Bibliothek für alle sind, das ist etwas, was erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann begonnen hat tatsächlich und in diesen Dimensionen hier, in diesem 1981 bezogenen Gebäude hier am Hubland, das ist was in der Geschichte sehr Junges eigentlich. Was bei dem etwas langweiligen Äußeren wohl kaum einem in den Sinn käme, die Universitätsbibliothek Würzburg ist die älteste ihrer Art in ununterbrochener örtlicher Kontinuität in Bayern und eine der traditionsreichsten in Mitteleuropa. Sie ist im Besitz zahlreicher Schätze, Unikate und Raritäten. Der Trojanerkrieg des Konrad von Würzburg zum Beispiel. Hiervon gibt es nur 4 illustrierte Handschriften weltweit. Es erzählt von Minne und Stried, so wie es auch Homer tat. Vergleichen lassen sich die beiden Werke allerdings eher weniger. Gerade das, was wir jetzt kennen, auch Homer war im Mittelalter zu der Zeit Konrads von Würzburg nicht bekannt, zumindest nicht in der Form, in der wir das jetzt kennen. Es gab eben andere Quellen, aber nicht eben die, die wir jetzt als maßgebliche Quelle eben jetzt sehen für den Trojanerkrieg. Die Geschichte um Paris, Menelaos und der schönen Helena ist bekannt.
Der Trojanerkrieg des Konrad von Würzburg erzählt aber auch, wie es überhaupt dazu kam, dass Paris ein Auge auf Helena warf. Eine ganz zentrale Episode ist die Hochzeit der Thetis. Zur Hochzeit der Thetis ist die Eris, griechische Göttin Eris, der Zwietracht Discordia, nicht eingeladen. Und diese Göttin, die ist dann natürlich sehr verstimmt. Und dann wirft sie den Apfel in die Runde, und zwar zwischen Juno, Minerva und Venus, mit der Aufschrift der Schönsten. Und dann entbrennt natürlich ein Streit, weil jede der Frauen denkt natürlich, sie sei die Schönste. So. Es ist einer auserkoren, der diesen Streit schlichten soll. Das ist Paris. Und es kommt eben zu diesem bekannten Paris-Urteil. Jede Göttin verspricht dem Paris etwas ganz Besonderes. Und die Venus, sie verspricht dem Paris, ich mache möglich, dass du die schönste Frau der Welt bekommst. Konrads Geschichte war die im deutschen Mittelalter am weitesten verbreitete Wiedererzählung des Trojanischen Krieges. Der Dichter konnte sein Werk jedoch nie beenden, weil er noch vor der Fertigstellung des Textes im Jahr 1287 starb. Der Trojanerkrieg ist also vielleicht nicht das seltenste oder älteste Buch der Universitätsbibliothek, aber eines der berühmtesten, zumindest im Mittelalter. Das älteste Medium der Unibib ist aber auch gar kein Buch, sondern ein Fragment. Das sogenannte Sossylos-Papyrus. Und das ist wahrlich einzigartig. Es ist deshalb so außergewöhnlich, weil es kulturgeschichtlich das einzige Stück ist, das einen Bericht abgibt über den Punischen Krieg, wo Hannibal gekämpft hat gegen die Römer. Und zwar jetzt nicht auf der Seite der Sieger, der Römer, sondern aus der Seite der Karthager. Und der Mann heißt Sossylos, ein Mann aus Sparta, ein Spartaner, der im Tross von Hannibal mit dabei war und das aus karthagischer Sicht geschildert hat, was er dort erlebt hat. Es ist der einzige Beleg für die Gegenüberlieferung. Und dass es eine andere Wahrheit noch gibt, außer der, die wir aus den römischen Quellen kennen. Doch nicht nur deshalb ist dieses Papyrus so besonders, sondern auch, weil Hannibal, wie kein Feldherr vor oder nach ihm, bis heute solch eine Faszination in uns auslöst. Hannibal, der tragische Held. Einmal diese Geschichte natürlich, Hannibal mit den Elefanten über die Alpen ziehend und jagt den Römern wirklich große Furcht ein. Die große Schlacht von Cannae, die er da schlägt in Italien, wo er die Römer schlägt, obwohl er unterlegen ist von der Anzahl seiner Soldaten. Hannibal ante Portas, der große Ausspruch in der römischen Geschichte, also die Angst der Römer, zum ersten Mal jetzt wirklich geschlagen zu werden, aber am Schluss unterliegt er doch. Also der tragische Held tatsächlich. So hat er sich ja eben, obwohl er der überlegene Feldherr war, in die Geschichte dann eingebracht. Der tragische Held also, der das Unmögliche wagte. Er überquerte zusammen mit seinem Heer und 37 Elefanten die Alpen. Das Papyrus erzählt aber schon von einer Schlacht vor der berühmten Alpenüberquerung. Diese Episode, die wir auf dem Papyrus hier drauf haben, es ist natürlich nur ein Fragment. Das war mal eine ganz lange Rolle, die man aufgerollt hat hier. Da wird eine Seeschlacht geschildert, möglicherweise eine Seeschlacht an der Ebro-Mündung im Jahr 218. Und da kämpfen auf der römischen Seite die Leute von Marseille, von Massilia, gegen die Karthager und sie erringen einen Sieg mit einer ganz speziellen Technik, mit einer Rammstoßtechnik, die sie da anwenden. Wie sich unschwer erkennen lässt, ist das Hannibal-Fragment bereits an manchen Stellen beschädigt. Um dies weiter zu verhindern, ist es zwischen zwei Glasplatten sicher verborgen und geschützt. Dennoch soll es den Nutzern der Universitätsbibliothek natürlich nicht vorenthalten werden. Dass diese trotzdem auf das Papyrus zugreifen können, verdanken sie dem Digitalisierungszentrum. Hier werden die Handschriften mittels eines speziellen Kopiergeräts gescannt und online so originalgetreu wie möglich aufbereitet. Die Digitalisierung wird also immer wichtiger. Bedeutet dies nun im Umkehrschluss, dass in den nächsten 400 Jahren keine Schätze mehr wie die Schädelsche Weltchronik oder das Sossylos-Papyrus gesammelt und bewahrt werden können? Einfach, weil es in den nächsten 400 Jahren
keine Handschriften und Drucke mehr geben wird? Die Befürchtung gibt es immer bei Medienumbrüchen. Die hat es auch gegeben, als der Buchdruck gekommen ist und man gedacht hat, die Handschriftenkultur geht unter. Sie ist nicht untergegangen, sie hat sich nur verändert und das Leitmedium, der Druck, ist anders geworden. Und so stelle ich mir das jetzt eben auch vor. Die Medienformen werden sich ändern und die Bibliothekare werden neue Techniken brauchen, um sie zu verwalten. Aber es wird nichts untergehen, die Wertschätzung wird bleiben für die überkommenen Medien. Aber es treten Medien und Nutzungsformen dazu. Und da sind wir eben gerade dabei, wir sind jetzt gerade im Medienumbruch. Man spricht von der hybriden Bibliothek, eine etwas eigenartige Führung. Hybrid kann auch was anderes bedeuten, aber es heißt ja eben, wir haben die alten analogen Medien und die digitalen dazu. Und wir bemühen uns gerade, das in einen Medienmix zu bringen und das Digitale fortzuentwickeln. Welche Bedeutung Handschriften nach wie vor haben können, zeigt das nächste Exemplar. Das Kilians-Evangeliar ist das bedeutendste Buch für die Franken. Denn dank dem Frankenapostel feiern wir jedes Jahr das Volksfest Kiliani. Zur Heiligen Messe wurde früher dann auch immer das Evangeliar aus den Schatzkammern der Universitätsbibliothek geholt und der Öffentlichkeit präsentiert. Heute ist es sicher verwahrt, verehrt wird Kilian aber trotzdem noch. Wir haben hier den Buchkasten, der im Jahr 1724 dafür extra angefertigt worden ist, um dieses besondere Stück zu schützen. Und eigentlich ist es gar kein Buch mehr, wenn man sich es genau anguckt. Es ist so etwas wie ein Reliquiar geworden. Es war mal ein Evangeliar, ist aber dann in der historischen Perspektive und in der Verehrung in der Kirche in ein Reliquiar umgestaltet worden. Und auf dem Buchkasten, der ist bezogen mit einem roten Safianleder, sehen Sie unten die Ziffern 1724 und da hat sich das Domkapitel dargestellt extra. Das ist hier der damalige Domdekan Hutten und ein Guttenberg, der auch ein kirchliches Amt gehabt hat im Zentrum und die ganzen Adelswappen der Domkapitulare sind außen herum, womit man einen besonderen Bezug des Domkapitels natürlich zu diesem Buch herstellen wollte. Wie Kilian zu dem Evangeliar steht bzw. stand und ob er das Buch aus Großbritannien mit nach Franken gebracht hat, ist aber nicht ganz klar. So, jetzt geht's eben los. Was ist Legende? Was ist wissenschaftlich belegt? In der Legende ist es Kilians eigenes Buch gewesen, das angeblich auch bei ihm im Grab gewesen ist. Unsere Geschichte hier beginnt allerdings erst so im 10., 11. Jahrhundert, wo wir dann sicher auf historischen Füßen stehen. Und das ist ein bisschen dann mit zeitlichem Abstand zum legendären Tod Kilians. Der war 689. Das Bistum beginnt 742. Und wie gesagt, dann im 10., 11. Jahrhundert wird dann dieser Bezug zu Kilian hergestellt. Wie sagt der Würzburger, nichts Genaues weiß man hat. Ein bisschen so ist es hier wohl. Aber spätestens seit dieser Zeit ist das als Kilians Buch verehrt worden. Das Kilians-Evangeliar ist das kostbarste aller Bücher der Universitätsbibliothek. Dabei ist der Inhalt nicht einmal entscheidend. Besonders ist es vor allem wegen seines Einbandes. Der Inhalt, also ich will nicht sagen, er ist beliebig. Es ist halt ein Evangeliar, also die vier Evangelien sind drin. Eigentlich eher eine Gebrauchshandschrift, nichts Besonderes. Wir haben hier sehr schön ausgeschmückte Dinge mit großer Buchmalerei. Das ist in dem Fall gar nicht so der Fall. Es ist alt, aus dem 600 herum, in unzialer Schrift. Das ist die früheste mittelalterliche Schrift geschrieben. Das hat schon nicht jeder in einer Bibliothek natürlich. Aber das wäre eigentlich nicht das Besondere. Das Besondere ist tatsächlich das, was dann außenrum geschaffen worden ist, als Showobjekt. Also der Einband, wenn man ihn sich im Einzelnen anschaut, das ist ein tolles Konglomerat aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten, hier, wie es jetzt überliefert ist. Und wir haben eine zeitliche Schichtung hier innen drin. Also einmal das Buch selber, was offenbar sehr schlicht war und ursprünglich mal einen ganz einfachen Ledereinband hatte. Dann kam aber schon so im 10., 11. Jahrhundert diese Elfenbeinplatte hier hinzu. Das ist die erste Stufe dann, die drüber kommt. Dann kommt aber so um 1495 herum dieser große vergoldete Silberrahmen obendrauf. Dieser Rahmen, wohl unter Bischof Lorenz von Bibra angefertigt, hat dann in den Ecken die Symbole der vier Evangelisten: Engel, Adler, Stier und Markuslöwe. Und außenrum sind dann Halbedelsteine gesetzt und hier in den Ecken vier Bergkristalle. Und deshalb ist der Rahmen auch so dick hier. Es sind Reliquien in diesen Vorderdeckel eingearbeitet. Dass die Universitätsbibliothek solche kostbaren Bücher überhaupt besitzt, ist nicht selbstverständlich. Im Gegenteil,
Es ist sogar eher ungewöhnlich. Und vor allem ist es großes Glück. Ein historischer Zufall eigentlich. Auch hier war es vorgesehen, dass diese Bücher, die Spitzenstücke, zum Beispiel das Kilians-Evangelia, nach München gehen, in die Hof- und Staatsbibliothek, die heutige Bayerische Staatsbibliothek. In dem großen Wechselspiel der napoleonischen Zeit, nach der Schlacht von Austerlitz, Pressburger Frieden 1805, ist kurzfristig hier ein Großherzogtum gegründet worden, das Großherzogtum Würzburg unter Ferdinand von Toskana. Und obwohl es schon diese Abtransportpläne gab, unterblieben sie dann kurzfristig. Und das Material blieb hier, auch als wir dann bayerisch geworden sind, 1814, diese Abgabeforderung unterblieben dann dort. Damals hatte die Bayerische Staatsbibliothek schon so viele Bestände und ihre eigenen Verwaltungsprobleme. Und es gab hier Universitätskuratoren, die Regierungspräsidenten hier von Unterfranken, die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass diese Bestände da geblieben sind. Deshalb sind wir in dieser glücklichen Situation, als Universitätsbibliothek sehr, sehr hochwertige Altbestände hier zu haben. In 400 Jahren Geschichte haben sich hier, hinter diesen unscheinbaren Mauern, Schätze von unvorstellbarem Wert versteckt und sicher verborgen. Sie erzählen Geschichten, Geschichten von Weltruhm, von Helden und Legenden, von Elfenbein und Ewigkeit.